Wir sind heute hier auf dem Beachwatch Stable bei der Anja Meier. Und die Anja gibt hier Kurse auf der Anlage, aber die hat auch einen Reitschulbetrieb. Und wir tun heute hier die Sättel überprüfen auf die Passform hin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Schulpferde sollten einen passenden Sattel haben. Und wenn ihr irgendwo Unterricht nimmt, achtet mal darauf, was so mit den Sätteln ist. Also hier wird zumindest darauf geachtet. Ich freue mich hier, Anja, dass ich hier sein darf und wir hier gucken, was so los ist. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Gut. Okay, dann messen wir mal das Pferd aus und kontrollieren den Sattel. Wir vermessen jetzt das Pferd. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist das Schulterblatt. Hier vorne, Schulterblattknorpel, den markieren wir. Da, wo die Haare zusammenlaufen, geradeaus hoch den 18. Brustwirbel, die letzte Rippe. Und damit das Ganze nicht verrutscht, tapen wir das Ganze mit einem medizinischen Klebeband, genau mittig auf der Wirbelsäule. Und jetzt ist das Pferd vorbereitet für die Messung. Der Dobograph wird mittig aufgelegt. Erste Position auf dem Schulterblatt, zweite dahinter und dann wird er exakt auf der Wirbelsäule abgerollt. Hier sind wir auf der Schulter, mit der zweiten sind wir hinter der Schulter. Dann wird die Oberlinie von vorne nach hinten verriegelt. Man sieht es an den roten Markierungen, dass die Riegel geschlossen sind. Das Pferd wird sich während der Messung bewegen, das ist nichts Dramatisches. So, das ist die Oberlinie. Das ist eine kleine Querlibelle, die kommt hier oben hin. Damit schauen wir, dass er seitlich ausbalanciert ist. Damit kann man erst die Asymmetrien feststellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man darauf achtet, dass der Topograph richtig ausgerichtet ist. Und dann haben wir die Asymmetrien. Jedes Pferd und jeder Mensch ist asymmetrisch. Und das sollte man wissen, welche Seite von dem Pferd eventuell stärker ist, von der Schulter her oder von der Muskulatur. Und deshalb achten wir auf den Libellenwert seitlich. Legen wir mal den Sattel aufs Pferd drauf. Da ist die Frage, was kann man so sehen von außen? Ich kann also hier hinten gucken, hat der hinten genügend Lendenwirbelfreiheit? Ich kann ein bisschen mal Druck ausüben. Ich kann hier vorne schauen, so mit der Fingerprobe, mal gucken, ob ich da so durchfahren kann. Das ist ein bisschen eng hier eventuell, aber den mittleren Bereich kann ich so nicht sehen. Und deshalb gucken wir jetzt mal mit dem Topograph, wie der im mittleren Bereich liegt. Also hier vorne, Schulterbereich, ganz weg. Oder hast du festgestellt? Das Problem ist, der hat wieder vorne aufgebaut. Der ist ja mal eingefallen gewesen, deswegen haben wir den Sattel eine Weile genommen. Der hat jetzt mittlerweile in seiner Karriere, glaube ich, den 5. Sattel oder so. Deswegen ist mir das aufgefallen, der hat wieder aufgebaut und deswegen passt der nicht. Okay, ja. Gucken wir mal nach. Jetzt kicken wir quasi das Pferd mit dem Rücken in den Sattel rein und schauen hier durch in die Passform vom Sattel. Erste Position ist auf dem Schulterblatt, legen wir den Sattel, den Topograph entsprechend in die Lage rein. Normalerweise muss der jetzt hier vorne ein bisschen mehr Spielraum haben. Das haben wir auf dem Pferd schon festgestellt, hier vorne liegt der formschlüssig, also zu wenig Schulterfreiheit. In der gesamten Biegung sieht der gut aus. Im vorderen Bereich haben wir am Pferd festgestellt, vorne eventuell ein bisschen eng, das sehen wir auch hier mit dem Topograph. Wir haben hier vorne zu wenig Freistellung für die Schulter. Die Schulter wird beengt, was sehr schön ist hier. Wir haben keine Brückenbildung, der liegt hier super schön auf und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hinten haben wir genügend Freistellung für den Lendenwirbel. So, jetzt haben wir den überprüft. Der sieht gut aus, außer dass er vorne im Schulterbereich zu eng ist. Und man kann natürlich auch einen Westernsattel ändern. Häufig besteht so die Meinung, am Westernsattel kann man nichts ändern. Man kann den Sattel ändern und der muss hier vorne im Schulterbereich freier gestellt werden. Und dann passt der wirklich optimal auf das Pferd.
Natürlich ist das mit dem Topograph eine statische Vermessung. Würde man jetzt den Sattel genauso auf den Pferderücken machen, würde er nicht passen. Es geht immer um Freiraum hinten im Lendenbereich und Freiraum im Schulterbereich. Und das können wir hier sehr schön feststellen, dass der vorne einfach zu wenig Schulterfreiheit hat. Und das kann man ändern. So, wir haben natürlich hier einen Tisch dabei, damit wir nicht auf den Boden rumkriechen müssen. In keinem Stall ist es vorgesehen, dass der Sattel dann so in Augenhöhe präsentiert wird, dass am Sattel nichts passiert. Deshalb gibt es hier den Schaumstoffblock, den jeder Pferderückenvermesser auch dabei hat. Der Sattel liegt da schön drin und wir können hier in Augenhöhe super schauen und den Sattel kontrollieren. Wir haben jetzt hier die vier Schulpferde haben wir kontrolliert von der Passform her. Und gerade in so einem Schulbetrieb ist es wichtig, dass die Pferde passende Sättel haben. Also wenn ihr irgendwo Unterricht nehmt auf Schulpferden, achtet mal so ein bisschen darauf, wie mit dem Sattelzeug umgegangen wird, ob sowas kontrolliert wird. Denn wir wollen ja auch haben, dass es den Pferden gut geht.